Man muss sagen, es gibt noch Restbestände deutscher Tugenden, deutscher Sekundärtugenden. Wir sind zum Beispiel das Volk auf der Welt, das pro Kopf der Bevölkerung den größten Waschmittelverbrauch hat. Megapearls. Ja, verstehen Sie, ich sage immer, mit dem Grauschleier fängt es an, der herausgezwungen werden muss. Und mit dem dreckigen Juden und Türken hört es nicht auf. Bei uns geht Gott sei Dank Sauberkeit noch immer vor Zärtlichkeit. Ohne Hygiene kein Deutscher. Mit Hygiene als Deutscher Bewährung. Hygiene ist nicht eine Frage der Gesundheit, Hygiene ist eine Frage des gesunden Volksempfindens. Ich erkenne Linke, richtige Linke, an ihren dreckigen Fingernägeln. Gibt's kaum noch. Und wissen Sie, woran ich Ausländer erkenne? Ausländer erkenne ich an ihrem Geruch, an ihrem Schweißgeruch. Ich erkenne Ausländer 50 Meter gegen den Wind an ihrem Schweiß, an ihrem Angstschweißgeruch. Weil der Ausländer in Deutschland zurzeit hysterisch ist. Obwohl auf 50 versuchte Verbrennungen höchstens 3 bis 4 Geglückte kommen. Gut, eine Verbrennung an sich ist nichts Angenehmes, das muss man auch zugeben. Das wusste auch der Höss, und das schreibt er auch in seinen Memoiren, nicht wahr? Er schreibt, ich durfte nicht die geringste Rührung zeigen, ich musste ob Tag oder Nacht beim Heranschaffen, beim Verbrennen der Leichen zusehen, musste das Zahn ausbrechen, das Haar abschneiden, all das Grausige stundenlang mit ansehen. Ich musste selbst bei der grausigen, unheimlich Gestank verbreitenden Aufgrabung der Massengräber und dem Verbrennen stundenlang dabei stehen. Stundenlang dabei stehen. Naja, was ich immer sage, Deutscher zu sein, ist kein Honigschlecken. Das ist kein Honigschlecken, nicht? Das ist kein Honigschlecken. Aber warum hat der Mann das ausgehalten? Warum hat er diese Verbrennerei ausgehalten? Weil er eine gesunde, kohärente, konsequente Erziehung genossen hat. Eine deutsche Erziehung. Sein Vater, der hatte ein Idealbild, einen Lebensentwurf für ihn vorbereitet. Und das schreibt er auch in seiner Biografie. Durch das Gelübde meines Vaters, wonach ich geistlicher werden sollte, stand mein Lebensberuf fest vorgezeichnet. Meine ganze Erziehung war darauf abgestellt. Ich wurde von meinem Vater nach strengen militärischen Grundsätzen erzogen. Dazu die tief religiöse Atmosphäre in unserer Familie. Mein Vater war ein fanatischer Katholik. Wo finden Sie heute noch einen fanatischen Katholiken? Wer unter Ihnen wäre noch bereit, einen Andersgläubigen wegen seines Glaubens zu verbrennen? Natürlich, wenn Sie jemanden verbrennen müssen, da brauchen Sie jemanden Fanatischen oder jemanden, der eine Familie im Hintergrund hat. Da können Sie keinen Single nehmen. Das wird Ihnen jeder Personalchef einer großen Firma heute sagen. Ein Single ist viel zu labil. Sie brauchen jemanden, der irgendwie in der Familie sich abreagieren kann. Und das hatte auch der Rudolf Höss in Auschwitz, der Kommandant. Der hatte so 300, 400, 500 Meter von den Folterzellen von Auschwitz entfernt, hatte der eine Villa, so eine Dienstvilla, und da lebte seine Familie drin und schreibt er auch über diese Zeit, und dann schreibt er, seine Frau hatte ein Blumenparadies um diese Villa rum, und dann schreibt er weiter, und die Kinder hatten einen Garten und wuchsen ganz natürlich auf mit Tieren, die die Häftlinge anschleppten, Marder, Katzen, Eidechsen. Und sie konnten im Sommer im Planschbecken baden. Also die Kinder. Nicht die Häftlinge, die konnten einmal mit Zyklon B duschen, das war's dann. Und dann schreibt er weiter, ihre größte Freude, also die der Kinder, war jedoch, wenn Vati mitbadete. Der hatte nur wenig Zeit für all die Kinderfreuden. Naja, klar, Managerschicksal. Workaholic. Aber warum war der Höss so ein liebevoller Vater, so ein Mensch voller Mitgefühl? Denn wenn Weihnachten war, das ist verbürgt, und die Familie unter dem Weihnachtsbaum in dieser Dienstvilla feierte, dann haben seine zwei Mädchen, die haben Violine gelernt oder so, ich glaube, es waren zwei Mädchen, die haben unter dem Weihnachtsbaum dann gefiedelt, so: Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam war. Das sind diesen Menschen, diesem KZ-Kommandanten Rudolf Höss, die Tränen der Rührung über sein deutsches Männergesicht heruntergelaufen. Wie bekommen Sie so einen Menschen zustande, der einerseits diese Pflichterfüllung und andererseits diesen Familiensinn gebiert? Es gibt eine Schlüsselstelle in seiner Biografie. Es passiert durch die Erziehung. Die Kinderstube ist der Beginn aller Politik. Er schreibt,
Zwischen meinen Eltern bestand ein gütiges, liebevolles Verhältnis, voll Achtung und gegenseitigen Verstehens, doch habe ich nie erlebt, dass sie zueinander zärtlich waren. Doch habe ich nie erlebt, dass sie zueinander zärtlich waren. Verstehen Sie? Respekt, Güte, Achtung, liebevolles Verstehen, ja, aber keine Zärtlichkeit. Das ist der Stoff, aus dem ein deutscher Mann entsteht, aus dem diese Polarität aus tödlicher Pflichterfüllung und rührender Sentimentalität erwächst. Und aus diesem Antagonismus bilden sich wieder höher stehende Tugenden wie der Sinn für Ästhetik, für Theater, für Musik, Ballett, für Literatur, für Romantik, für gewisse romantische Wörter, die ja bis in unsere Gegenwart hereintropfen, die aber schon Höss nicht unbekannt waren, wenn er schreibt, im Frühjahr 42 gingen Hunderte von blühenden Menschen unter den blühenden Obstbäumen des Bauerngehöftes, meist nichts ahnend in die Gaskammern, in den Tod. Dies Bild vom Werden und Vergehen steht mir auch jetzt noch genau vor Augen. Ich wäre am liebsten von der Bildfläche verschwunden, aber ich durfte nicht die geringste Rührung zeigen. Tja, so ist das. Wenn Sie als Deutscher leben, überleben, ja vielleicht sogar lustvoll leben wollen, dann dürfen sie sich nicht rühren, dann dürfen sie sich nicht berühren lassen von unserer nationalen Geschichte oder gar von ihrer persönlichen Biografie, dann müssen sie abspalten, verweigern, verdrängen, vergessen, wegschieben mit aller Gewalt. Haben Sie schon mal getötet? Haben Sie schon einmal getötet? Nicht eine Fliege oder Schnake, sondern ein höherstehendes Lebewesen. Ich habe einmal getötet. 1968 in Trier habe ich persönlich eine Katze getötet. Die Katze war nachts überfahren worden von einem Auto. Die Gedärme hingen ihr aus dem Leib. Die Hinterläufe waren zerquetscht. Die Augen presste es aus dem Kopf. Sie blutete aus Nase und Augen. Und sie schrie und jammerte erbärmlich. Es war Nacht. Die Stadt schlief. Und die Katze jaulte und schrie. Und irgendetwas in mir sagte, hilf diesem armen Tier, verkürze seine Qualen, beende sein Leid. Und ich suchte einen großen Gegenstand und fand zufällig an einer Baustelle einen Hohlblockbaustein und warf diesen Hohlblockbaustein kalt und präzise und mit äußerster Wucht auf das schreiende, jaulende Tier. Und die Katze war sofort tot. Und in diesem Moment war ich stolz, töten zu können. Und da kroch etwas in mir herauf und fragte mich, schämst du dich nicht, getötet zu haben? Und ich sagte, nein. Ich wollte die Qual des Tieres verkürzen. Es wäre elendiglich krepiert. Ich habe ihm nur geholfen. Ich wollte nicht töten. Ich wollte nicht töten. Ich wollte töten. Ich wollte mich einmal in meinem Leben rächen für all das, was deutsche Erziehung und soziale Einschulung an und in mir schon getötet hatten. Einmal Herr sein über Leben und Tod, Richter und Henker in einer Person, gedeckt durch Tierliebe, durch Humanität, mit einem reinen Gewissen, gedeckt durch das Über-Ich. Soldaten sind keine Mörder, sie haben einen Kommandeur, also ein Über-Ich. Aber warum hassen wir den Mörder so? Nicht, weil er einen von uns gekillt hat, wenn es der Richtige wäre, das wäre uns schon recht. Nein, weil er sich etwas herausnimmt, was wir im Innersten ersehnen und zugleich fürchten. Weil er in seiner Person uns unser alter Ego vorführt. Weil er das lebende Beispiel dafür ist, dass das Monster in uns allen steckt und unter gewissen Konditionen jederzeit hervorbrechen kann und dafür hassen wir ihn, denn er ängstigt uns und Angst erzeugt Aggression. Und dafür hassen wir ihn bis zum Mord, bis zur Lynchjustiz. Meine Als-Ob-Persönlichkeit hat Ähnlichkeit mit Rudolf Höss. Jörg Höss, Rudolf Hube. Nicht quantitativ, qualitativ. Ich bin ein Deutscher. Bis in die Knochen.